Gut, da sind die Jerry-Stufe ist gar nicht da, dann retten wir die jetzt nicht. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen, sie werden sie töten. Ja, wir werden sie aber jetzt nicht retten. Tut mir leid, Alice. Wir können nichts tun. So. Wir müssen weitergehen. Hey, Kumpel. Ja, wir müssen weitergehen, das ist richtig. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Mal bitte weggucken. Scheiß Androiden. Warte, wie unglaublich cool, dass du schon so viel zugeguckt hast. Unglaublich cool, ja, du kannst auch wirklich eine Partie machen. Ne? Das wäre wohl verdient. So. Warum ist Todd eigentlich beim Busbahnhof? Warum will der denn nach Kanada? So, jetzt muss ich hier Ablaufdiagramm. So ein bisschen was können wir ja mal gucken hier. Umweg nehmen. Achso, okay, das ist. Wir mussten sowieso einmal zu spät kommen, dann ist das nicht so schlimm. Ja, hier müssen wir dann auch nochmal mit Lufa zweimal auf jeden Fall her. Das ist aber nicht so das Problem. Jetzt gucken wir uns aber erstmal diesen Weg hier an. Was passiert, wenn wir denn schießen? Damit wir auch hier ein paar Prozente sammeln, damit wir das nicht mehr ganz so oft machen müssen. Ein Kontrollpunkt. Wir werden uns diese Mission ja alle sowieso noch oft genug angucken. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Hallo. Was auch passiert, keine Panik, okay? Bleib ganz ruhig. Ja, dafür kriegst du gleich Panik. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein, bis sich die Lage beruhigt. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist krank. Die Grippe. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Ja, wir gehen schnell nach Hause. Wir sind auf dem Weg. Hey, Moment mal. Ja. Er wollte mir das nur zurückgeben. Ja gut, dass Alice das vielleicht nicht so gefällt, war mir klar. Heute, am 11. November 2038, erhoben sie... Oh nee, das ist nicht so ein North-Ende, oder? Wir kämpfen seit dem Morgen, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis unser Volk frei ist. Ja gut, das ist natürlich jetzt doof, dass wir jetzt so ein Ende dann noch sehen nebenbei. Es gibt Millionen und nichts kann... Aber das kann ich jetzt halt leider nicht ändern. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich brauche halt Todd leider.
Und so haben wir wenigstens ein bisschen was Neues auch hier schon gesehen. Das wird unser 15. Ende sein. Wird wenig Neues geben, leider, in diesem Ende. Das heißt, wir werden uns noch 13 weitere Enden angucken. Das heißt, wir werden im Moment bei Ende 18 dann. 28 insgesamt. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Insgesamt. Das ist jetzt das 15. Also haben wir schon über die Hälfte aller Enden gesehen mit diesem jetzt. Oh, es ist Hank. Fehlt bei Hank noch irgendwas? Guck mal hier. Das können wir nämlich wunderbar machen. Dann können wir nämlich hier Hank mal nicht angreifen. Oder wir gehen diesen Weg. Mit Hank ist es ja eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wir kämpfen und machen dann, dass wir dem Angriff ausweichen. Dann haben wir das nämlich auch. Dann müssen wir hier nämlich nur noch. Das solltest du nicht tun. Sozusagen den oberen Weg gehen. Halten Sie Und sich an alles die ist Hand. gut. Das geht Sie nichts an. Das habe ich auch. Ey, das ist gar nicht schlecht, diese Mission gerade. Weil wir viel näher an die 100% bei einigen Sachen drankommen und das ist richtig gut. Ich habe eine Mission zu erfüllen, Hank. Am besten halten Sie sich da raus. Abweichen, das ist eine Bedrohung für Menschen, Hank. Ihretwegen steht das Land kurz vor einem Bürgerkrieg. Man muss sich stoppen. Wir stecken in der Scheiße, weil wir Abweichler nicht zuhören wollten. Die Menschheit lernt nie aus ihren Fehlern, Connor. Diesmal könnte es anders sein. Und im Optimalfall sehen wir auch diese Szene nur noch einmal. Rüstung weg. Nee. Ja, doch, einmal müssen wir sie noch sehen. Aber ich hoffe, wir sehen sie auch nur noch einmal. Was haben Sie vor, Hank? Wollen Sie mich Weil wir danach einfach Connor zum Abweichler machen und dann passt das schon. Ich erschieße dich, wenn es sein muss. Ich weiß, was mit Ihrem Sohn passiert ist, Hank. Es war nicht Ihre Schuld. Ein Laster kam auf Eis ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole war gerade 6 geworden. Sei still! Rede nicht über meinen Sohn! Er brauchte eine Notoperation. Das ist sehr Aber es war gut. Kein Mensch dafür verfügbar, also hat ein Android ihn versorgt. So. Cole hat es nicht geschafft. Ein Android hat ihren Sohn getötet, Hank. Und jetzt wollen Sie sie retten? Nein. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Die ganze Zeit machte ich die Androiden verantwortlich, aber dieser Mensch war schuld. Er und seine verdammte Welt, in der die Leute auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Oh gut, ich kann auch sogar nur angreifen. Ja, vielleicht werden wir diese Situation noch zweimal sehen müssen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir konnten das ja jetzt nicht machen, weil wir ihm feindselig gegenüber sind. Ich weiß aber nicht, wenn ein neuer Connor eingesetzt wird, weil wir müssen ja auch nochmal hin, wenn ein neuer Connor kommt. Aua!
Aua! Moment. Ablaufdiagramm. Hank retten. Okay. Ich wollte gerade sagen, da war ja was Wichtiges. Das darf ich nicht vergessen. Der Moment der Wahrheit, Connor. Was wirst du jetzt tun? Sie zu töten gehört nicht zu meiner Mission. Ja, ihn retten natürlich. Aber aufhalten werden sie mich nicht. Ich mag Hank. Eigentlich. Nein, ich mag Hank nicht nur eigentlich, ich mag Hank. Und ich bin froh, wenn wir das endlich hinter uns haben, hier mit dem ganzen Hank muss weg. Ja, mir gefällt es jetzt nicht, dass North an der Spitze ist, aber mir ist jetzt gerade die Situation mit Todd am Busbahnhof wichtiger gewesen. Der Busbahnhof. Wir sind da, alles geschafft. So, wo ist denn der Gute? Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrzeug. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Todd treffen. Im Optimalfall. Bist du tot? Wo ist der? Sicherheitskontrolle. Wo finde ich denn den? War der nicht irgendwo hier? Ich dachte, der läuft hier einfach irgendwo rum. Boah, ich brauche ihn lebend. Wo ist der? Wo finde ich den denn? Ablaufdiagramm, steht hier irgendwo ein Ort? Wo ich ihn finde vielleicht? Hier ist auf jeden Fall noch was ganz Neues, aber ich möchte eigentlich hier mich mit Todd treffen. Danke. Sicherheitskontrolle, Ihren Ausweis bitte. Oh. Ausweis, ja, ja, natürlich. Bitte. Gut, wir haben Todd nicht getroffen, aber wir haben ein neues Ende. Das akzeptiere ich. Wie machen wir das mit Todd? Machen wir. Ich
Dann würde ich sagen, lassen wir Todd erstmal Todd sein. Und kümmern uns da am Ende irgendwie drum. Das ist ja jetzt blöd, jetzt habe ich ein Ende verschwendet. Ich meine... Gut, okay. Wir haben jetzt ein bisschen was Neues gesehen. Auch mit Kara und Alice am Busbahnhof, aber... Den Anführer der Abweichler auszuschalten. Und ich erfülle... Das hätten wir sowieso machen müssen. Also ist das jetzt sehr ärgerlich, dass wir hier kein anderes Ende haben. Aber ihr könnt mein Volk nicht ewig unterdrücken. Aber warum war Todd nicht da? Wieder erheben und siegen. Na los. Tschüss. Worauf wartest du noch? Dann machen wir das halt, ja, zu einem späteren Zeitpunkt, dann machen wir auch den Supermarkt, glaube ich. Den Supermarkt würde ich aber gerne jetzt machen eigentlich, aber ich möchte nicht, dass Todd... Und jetzt rüber nach Detroit für einen Bericht zum... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, Michael, die Behörden haben gerade bestätigt. Das Spiel setzt mich gerade schachmatt. Beendet sind und die Lage am Hardplan jetzt unter Kontrolle ist. Wir sehen, wie in diesem Moment Soldaten durch die Stadt ziehen und die letzten fliehenden Abweichler unschädlich machen. Im Moment lebt Todd, gell? In die Straßen Detroits eingekehrt. Es herrscht allgemeines Entsetzen in Detroit nach den erschreckenden Ereignissen der letzten Stunden. Die Zerstörung der Androiden in den Lagern kann wie geplant weitergehen. Trotz allem wird es noch dauern, bis sich Detroit von diesen Vorfällen erholt hat. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt so. Wir holen uns die Waffe von Todd, dann stirbt Todd. Dann machen wir den Supermarkt komplett. Sobald wir dann diese Mission komplett haben im Supermarkt, werden wir... Stürmische Nacht nochmal machen. Und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Sobald wir das dann gemacht haben, werden wir die Supermarktmission nochmal spielen. Sodass das Spiel realisiert, okay, wir haben Todd nicht umgebracht. Oder... Nee, wir lassen Todd jetzt am Leben. Wir machen den Supermarkt halt später erst vollständig. Dann wird das halt eine der späteren Missionen, die wir 100% machen. Aber ich habe da jetzt erstmal... Lassen wir Todd am Leben. Dann kommen wir hinten auch beim Busbahnhof weiter. Den Supermarkt können wir später immer noch vollständig machen. Vor dem letzten Ende. Da haben wir auf jeden Fall noch Zeit zu. Aber dann kommen wir mal ein bisschen in der Story weiter und sehen mal ein bisschen was anderes und nicht immer das Gleiche. Deswegen lassen wir Todd dann jetzt mal ja, am Leben, würde ich sagen. Ist jetzt ein überraschendes Ende gewesen, weil es auch gar nicht so geplant war, dass wir das so machen. Weil ich ja eigentlich auch dachte, wir treffen jetzt Todd am Busbahnhof. Den haben wir aber jetzt nicht getroffen. Das gucken wir uns mal an. Ganz zur Not, wenn gar nichts mehr geht. Und wir am Ende den Todd unbedingt da brauchen und so, dann spiele ich ab jetzt Missionen, die wir 100% bereits haben, zum Ändern dann vielleicht auch einfach offscreen. Wenn es sowas ist, und dann spiele ich bis zu der letzten Mission, die wir ja nicht 100% haben, einfach hin. Sodass wir dann da vernünftig weitermachen können. Ich meine, was sollen wir denn sonst auch machen, ne? So, ach nee, ich mache das nicht offscreen. Wenn, dann zeige ich das, wie ich das ändere. Das ist dann zwar nicht schön, aber was anderes fällt mir halt nicht ein.
Dann nehmen wir die Waffe nicht mit in den Supermarkt. Weil Todd, sobald wir die Waffe haben, halt stirbt. Lassen wir ihn erstmal leben. Die Waffe können wir uns dann später besorgen. Den Supermarkt dann fertig machen. Dann passt das schon. Machen wir es so. Das ist ein Plan. Wow, mein Stream war gerade weg. Gut. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir aufhören sollen. Hier beim Flussufer fehlt uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Keiner da, wenn wir per Boot einmal nicht überreichen. Hier werden wir uns einmal auch abschalten. Sinnvoll. Ja, sinnvoll. So, da mein Streamer jetzt wieder da ist. Ich habe keine Ahnung. Also wenn wir Todd nicht überzeugen, hoffe ich, dass ich diesen Weg hier finde. So dass wir dann in Rose Wagen steigen können. Weil das ist natürlich jetzt so blöd, wie es jetzt so passiert ist, ist natürlich doof. Gut, fortfahren. Kapitel. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Eigentlich müsste der Vogel doch leben, oder nicht? Eigentlich müsste der Vogel doch leben. Ja. Der ist nicht gestorben. Oder hatte das falsch abgespeichert und der ist irgendwie doch tot? Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier drin nachgucke, aber vielleicht, ich möchte wissen, ob ich, wenn ich einfach weiterspiele, nö, eigentlich nicht. Eigentlich müsste er definitiv leben. Gut. Gucken wir uns jetzt trotzdem flüchtiger an. Und dann einfach mal gucken, ne? Wie gut wir weiter im Supermarkt kommen. Vielleicht ohne Waffe. Vielleicht haben wir die Waffe auch irgendwie und das Spiel hat deswegen gesagt, das passt alles nicht.